voll witzig. Das Sat.1 Comedy Quiz. Mit Ingolf Lück, Markus Maria Profittlich und Mirko Nomschek. Als Gäste heute Tommy Bosch und Elmar Hörig. Und hier ist Ihr Gastgeber, Ingolf Lück. Yeah! Hallo! Guten Abend und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voll Witzig, das Comedy Quiz in Sat.1. Bei uns sehen Sie die witzigsten Bilder der Woche und Sie bekommen die Antworten auf die brennendsten Fragen der letzten Tage. Zum Beispiel, wann bekommt das Team Telekom endlich Stützräder? Wer wurde Wettkönig bei Wetten, das auf Mallorca? Und wo kommt eigentlich die Schildkrötensuppe her? Diese und andere Fragen beantworten heute unsere Rateteams. Wie immer mit dabei, Markus Maria Profittlich. Und sein guter Nachbar heute wieder dabei, Tommy Bosch. Hallo, hallo. Und gegenüber Mädchenschwarm Mirko Nonchef. Und an seiner Seite der Schwarm aller Frauen. Das war ja das Problem. Man merkt es allenthalben, es ist endlich soweit. Es ist Sommer. Die Zeit, in der sich viele Bundesbürger fragen, soll man nun in Urlaub fahren oder soll man lieber zu Hause bleiben? Oft eine Frage des Geldes. Die einzigen, die sich über ihr Geld keine Gedanken machen müssen, das sind natürlich unsere Politiker. Denn es ist ja unser Geld, das sie im Urlaub verprassen. Nur einer ist zu Hause geblieben. Noch Umweltminister Jürgen Trittin. Er hat von Schröder ein neues Aufgabengebiet zugewiesen bekommen, und zwar als Aushilfskellner in der SPD-Kantine. Aus der Arena im Colosseo Balear de Palma de Mallorca kam gestern erstmals auch die Lieblingsshow der Deutschen, Wettende Dasse. Fast wäre die Fernsehpremiere doch noch ins bisswarme Wasser gefallen. Schuld daran war Thomas Gottschalk, denn er ließ es sich nicht nehmen, den Anflug seiner Gäste vom Flughafentower aus selbst zu steuern. Okay, ich guck mal, ob alles für den Start klar ist. Wir kommen rein. Wie heißt das Ding? Ballermann. Also da war doch gestern die Saalwette da, in der Loft Ballermannhof. Da war so eine Gruppe aus Köln da, so ein Kegelclub, und da sagte der Typ, der eine bei der Wette, sagte, ey, wette, dass ich mit verbundenen Augen 10 von meinen Kumpels am Kotzgeräusch erkennen kann. Ja, das war. Aber das geht selbst auch schon. Das können Wobei ich sagen muss, also ich habe die Sendung gesehen, Wetten, dass, ich fand die Sendung relativ, doch, ich fand sie sehr gut. Nur das Finale, ein bisschen Gewöhnungsbedürfnis da am Strand. Ich habe Bilder mitgebracht, man wird es gleich sehen. Hier, also, ich meine, Thomas Gottschalk mit wehender Banane, nicht? Und ich sehe dein Glück noch. Die ganzen Gäste nackt. Wer will sowas sehen? Ich mein, Uschi Glas. Muss nicht sein. Natürlich gab es in dieser Woche auch noch andere bemerkenswerte Bilder im Fernsehen zu sehen. Zwei davon habe ich euch mitgebracht. Und damit kommen wir nun zu den Filmen der Woche. Tommy und Markus, worum geht es im folgenden Beitrag? Sensation! Japaner wachsen auch in Eimern. Oder? Ja. Oder? Oder? Thomas, gut. Ich hab gar nicht. Andrea Bocelli eröffnet Gesangsschule. Hallo. Nein. Sag mal. Oder? Ja. Er hatte Super Zugang Party in der Klapse. Genau. Wie wir gerade gesehen haben, meine Damen und Herren, ist ein neuer Coup von Sony der Dolby Surround Kopfhörer für Ossis. Das wäre die richtige Antwort gewesen. Aber hier werden nicht die richtigen Antworten prämiert, sondern die witzigsten. Ich muss leider hier schon wieder einen Punkt abziehen, einen Minuspunkt geben, weil auf einer Minderheit rumgehackt worden ist. Andrea Bocelli ist nämlich ein verdammt schlechter Sänger und man darf auf schlechten Sänger nicht rumhacken. Also, einen Punkt Abzug für euch. Oh, und nun kommt euer Film, Emma und Marco. Was ist dahinter? Mirko. Oh. Ja. Ja.
Ja, würde ich erstmal gleich, also als erstes, sensationell, Koffer hat einen Sitzen. Ja. Oder wie? Nee, warte mal, kommt doch, ihr wisst ja noch gar nicht. Oder meine Oma hat immer gesagt, lieber im Koffer fahren, als einen stehen lassen. Oder zum Beispiel, Wildlederkoffer müssen erst eingeritten werden. Gibt's in Texas, ja, das stimmt. Genau. Ja. Hab ich gehört. Ja. Da hab ich auch nichts dafür. Ja. Oder Taschendiebe werden immer dreister. Ist mir schon. Meine Damen und Herren, die Wahrheit, die hinter diesen Bildern steckt, ist für viele Billigurlauber höchst erfreulich. Aldi bietet endlich Busreisen an. Und deswegen gebe ich von 5 Punkten, die es hier zu geben gibt, gebe ich euch 2 Punkte und euch 3 Punkte. Hast du was an der Nase oder was? Alles drin. Wir haben einen Gleichstand von 2 zu 2 Punkten, nachdem ich Markus Maria Profittlich eben meinen Punkt abgezogen habe. Und wir bleiben noch ein wenig im Urlaub. Das ist ja die Zeit der Bücher. Zuerst braucht man ein Telefonbuch, um ein Reisebüro zu finden, dann ein Sparbuch, um Geld abzuheben und dann kann man endlich buchen. In unserem Pantomime-Spiel sollt ihr heute Bücher darstellen, die man im Urlaub liest. Ihr habt dafür 15 Sekunden Zeit zu raten. Für jeden Buchtitel. Markus, du fängst an und Tommy muss erraten, welches Buch du darstellst. Bücher, die man im Urlaub häufig liest. Hier ist das erste. Markus kann, Tommy kann natürlich nicht sehen, was Sie jetzt zu Hause sehen, meine Damen und Herren. Er weiß nicht, worum es geht. 15 Sekunden Zeit ab jetzt. Aha. Lolita, das eine schöne Frau. Ich habe einen Besuch der alten Dame. Das war doch nicht der Besuch der alten Dame, das war doch nicht Elisabeth Flickenschild. Ja? Das war doch Veronika Ferris, die er dargestellt hat, wahrscheinlich. Ja. Oder? Sollte das so sein. Wie heißt das Buch jetzt nochmal? Das Buch heißt Das Supervibe ist von Hera Lind und Veronika Ferris hat die Rolle gespielt. Also, leider kein Punkt. Und hier ist Tommy, das zweite Buch, das du erraten sollst. Ja. Bücher, die man im Urlaub liest. Ein Buch, das es wirklich gibt. 15 Sekunden Zeit. Das gibt es. Aha. Ich könnte ein Auto sagen, aber dann wirst du erraten. 15 Sekunden ab jetzt. Also, bevor du anfängst, ist es auf alle Fälle ein dickes Buch. Entschuldigung. Also. Oh. Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Nein. Fast. Die Kröte hat Mundgeruch, oder? Nein! Nein! Es war. Ich kenne es nicht! Es war die Entdeckung der Langsamkeit. Ja, aber das ist immer ganz ein tolles Buch, meine Damen und Herren, von. Der hat studiert, ja? Ja. Aber Jura, also ein tolles Buch von Stan Nardoni, wenn ich mich nicht irre. Übrigens ein deutscher Autor, obwohl er sich ein wenig italienisch anhört. Und hier ein Buch, was ganz einfach darzustellen ist für Markus. 15 Sekunden ab jetzt. Ah, wieder nicht gesehen. Eintritt in die Bibel-Telefonbuch. Tennis! Tennis! Von wo ist das Telefonbuch? Woher? Von Leimen! Das Telefonbuch von Leimen! Ganz weit! Von das Telefonbuch von Wimbledon! Nein, das ist von Scheiße! Nein! Aber das war gut! Alter, das war klasse! Doch! Es war, das Telefonbuch war wunderbar dargestellt. Es war das Telefonbuch von New York von A bis L. Leider nicht erraten. War sehr einfach eigentlich. Es war eine einfache. Ich meine, ich kenne alles. Ich kenne Schiller, Kierkegaard. Leider keinen Punkt gemacht. Und jetzt geht es an euch, Mirko, und nimmt sie noch ein bisschen Fassbrause, um zu zeigen, was er drauf hat. Bücher, die man im Urlaub liest. Mirko, 15 Sekunden Zeit. Und ich bin ja belesen. Hier ist die erste. Ja. 15 ja. Sekunden ab jetzt. Okay. Lesen. Blättern. Auch diesen. Weit weg. Rio de Janeiro. Weiter. Hawaii. Moment, ist er bei? New York. Und Rolle von San Francisco. Bibel. Nein. Die unendliche Geschichte. Sehr, danke schön.
vorzustellen. Das ist nämlich schwer. Michael Endel. Ja, das ist auch schwer zu stellen, aber stell dir mal vor, er müsste das Buch 100 ganz legale Steuertricks darstellen. Das wäre ja noch schwieriger, oder? Also leider nicht erraten. Und jetzt hier ein weiteres interessantes Buch, was man in den Ferien liest, Mirko. Oh! Aber wie mache ich den? Na, das weiß ich nicht. Naja, das kennst du ja eigentlich. So, das ist der ganz berühmte... Das Stahl, das Stahl! Hitler, Hitler! Auch Hitler, Mein Kampf! Nein, das liest man nicht. Oh, nein! Hitler, Hitlerbücher, Hitlerbücher, Hitlers Tagebuch! Jawohl! Ja, sehr gut! Erraten! Der letzte große... Jetzt? Erfolg, das war die Zeit, in der der Stern noch Auflage hatte. Und jetzt, jetzt der dritte 15 Sekunden Zeit für dich. Ab jetzt. Naja, das ist nicht so schwer jetzt, aber... Aber warte, ich. Bitte. Ich. Ja. Ich. Elmar Hörigs Tagebücher. Ah, nein! Oh nein! Aber wie was ich finde. Was soll Oma von mir denken? Wie ich finde, eine sehr beeindruckende Leistung unseres Literaturkritikers Marcel Reich-Nonchef, würde ich sagen. Ja, wirklich ganz hervorragend. Marcel Reich-Nonchef. Hast du jetzt dafür? Achso, jetzt. Aber meine Damen und Herren, ich darf jetzt Punkte vergeben. Es gibt nur einen Punkt, und zwar für Hitlers Tagebücher ausgerechnet. Ein Punkt für Mirko und. Emma, und leider keinen Punkt. Das stimmt. Ja, gut, ich hab das ja auch. Ne? Ja, jetzt noch wirklich mehr. Hat er verdient. Kommen wir nun, meine Damen und Herren, zu den vollwitzig Nachrichten. Wir zeigen euch jetzt ein paar sensationelle Bilder, zu denen ihr spontan eine neue Nachricht erfinden sollt. Tommy sieht so aus wie Dagmar Berghoff, also würde ich sagen, wash and go. Hier kommt die erste Nachricht. Oh, sehe ich da eine Wurst? Na egal. Liz Taylor, oben im Bild, hat sich erneut liften lassen. Grund, sie übernimmt die Hauptrolle im neuen Spielberg-Thriller Hans Wurst. Ja. Und Elmar, die Nachricht für dich. Berlin. Die Verbraucherzentrale Berlin warnt vor diesen Vibratoren. Sie färben ab und sie vibrieren nicht. Aber wirklich drauf, mein Lieber. Oh. Aber woher holt das immer? Liz Taylor hat sich schon wieder liften lassen. Und für eine Hauptrolle in der Komödie ein Fischstäbchen namens Wanda. Genau. Emma. Ja, der war aber gut. Den fand ich persönlich ganz gut. Oh, die kenne ich. Das ist Kate Moss. Ein aktuelles Foto. Sie ist schuld am schlechten Wetter in Großbritannien, weil sie seit 3 Jahren ihren Teller nicht leer isst. Oder? Ja, ja, na klar, da brichst du ja was. Ja. Meine Damen und Herren, natürlich würde ich gerne diesen Bildschirm sauber halten, frei von sexuellen Anspielungen, aber ich kann mich dem Votum des Publikums hier im Saal nicht länger widersetzen. Kannst ich du? Muss jetzt Punkte vergeben. Ich gebe 4 Punkte für Elmar und Mirko und 1 Punkt für euch. Damit steht es 7 Punkte für Emma und Mirko und 3 Punkte für Tommy und Markus. Aber es ist noch alles drin. Und ihr habt jetzt wieder 45 Sekunden Zeit, herauszufinden, warum der ganze Saal über euch lacht in unserem Papp-Nasenspiel oder auch Pappenheimer-Nasenspiel oder Nasenheimer-Pappenspiel. Pappenheimer. Denn ihr sollt jetzt 2 Prominente erraten, die in dieser Woche Schlagzeilen gemacht haben. Tommy und Markus, zieht bitte eure Spezialbrillen auf. So, sitzt sie. Ja. Ihr sollt jetzt, macht bitte die Brillen zu. Ja, natürlich. Und ihr sollt jetzt durch Fragen herauskriegen, wer ihr seid. Natürlich könnt ihr nicht sehen, wer ihr seid. Das ist einmal für dich. Also, berühmtes Paar. Ihr habt 45 Sekunden Zeit, das zu erraten. Nach jeweils 15 Sekunden gebe ich einen neuen Hinweis, wer ihr sein könntet. Und euer erster Hinweis lautet
Der eine singt, die andere brummt. Wer seid ihr? Brummen? Im Sinne von im Gefängnis sitzen vielleicht? Sorry? Was? Im Gefängnis sitzen? Hallo? Nein. Nicht so brummen. Bin ich ein Mann? Ja. Bin ich eine Frau? Nein. Bitte? Weiß es auch nicht. Also, mein erster, zweiter Hinweis: zu seinem 65. Geburtstag gab es Bienenstich. Alfred Biolek. Nein. Nein. Willi Milovic, aber da ist doch. Nee, ist er nicht. Bin ich ein Tier vielleicht? Ja, ein Tier. Ja, und Sie beiden kennen sich aus einem unbekannten Land. Also, ich bin ein Hund? Nein. Ich bin eine Katze? Nein. Ich bin eine Maya? Ja. Bin eine Maya? Die Rache des Ostens, Karel Gott. Karel Gott feierte am Mittwoch übrigens seinen 65. Geburtstag. Passend zu seiner goldenen Stimme aus Prag bekam er dazu ein silbernes Hörgerät aus Hongkong. Zwei Punkte für euch und wir kommen zu unserem zweiten Paar der Woche. Bitte setzt eure Brillen auf. Hallo. Mirko. Und Marco. Helm. Mirko hört Stimmen aus dem Jenseits. Einmal die Brille zu und ein weiteres bekanntes Paar der Woche. Wer sind diese beiden? 45 Sekunden Zeit zu erraten. Ja, was? Und hier ist euer erster Hinweis. Ihr habt etwas mit Tieren zu tun. 45 Sekunden ab jetzt. Bin ich ein Klisttier? Was? Nein, kein Klisttier. Sind das große Tiere? Ja, das sind ziemlich große Tiere. Haben wir beide schon den Tierführer mitgemacht? Ja. Sind das Löwen? Ach, hier. Jetzt kommt der zweite Hinweis. In Ihrer Wahlheimat sind Sie die einzigen zweiarmigen Banditen. Was? Bin ich René Weller? Nein. Sind wir Siegfried und Roy? Ja. Jawohl! Natürlich, Menschen, die Schlagzeilen gemacht haben, Siegfried und Roy, die beiden deutschstämmigen Trickbetrüber, sollen ihren eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen. Ich finde, wenn man die beiden schon in frischen Zement stecken hat, dann sollte man ihnen auch gleich die Gelegenheit geben, eine Hafenrundfahrt zu machen, meine Damen und Herren. Siegfried und Roy, zwei Punkte für euch und zwei Punkte für euch. Alles in Ordnung. So. Hey, klar, wir sind gerade gut drauf für unser Synchronisationsspiel. In unserem Synchronisationsspiel sehen wir heute einen Ausschnitt aus dem Mafia-Epos Der Pate mit Marlon Brando in der Hauptrolle. Das Problem: Marlon Brando möchte vom Paten zum Wettpaten aufsteigen. Wie er das anstellt, das erfahren wir jetzt von Tommy und Markus. Ach ja. Mats ab. So. Sagen Sie, Thomas Gottschalk, ich habe Ihnen mal ein Angebot zu machen, was er nicht abschlagen kann. Ja, sauber, super. Du, da wirst du wahrscheinlich eine super Wette vorbereitet haben, oder? Lass mal hören, du, ich muss schon gut sein, gell? Ja, ich ertränke 50 Moderatoren in Nudelwasser. Ach du Kasperl, das haben wir doch letzte Woche erst gehabt. Ja, sind es 100 Moderatoren. Ah, 100 Moderatoren, du musst gleich speiben da. Dann noch was. Ich kann 50 sizilianische Wasserleichen am Geschmack ihrer Betonfüße erkennen. Ja, komm. Geh scheißen. Na, wissen Sie was? Sagen Sie ihm, ich schieß ihm sein Haarteil von der Birne und klebe es ihm zwischen die Beine. Ja, top. Die Wette gilt. Jo. Glücklich. Und meine Herren, die Wette gilt, ob das noch zu toppen ist, sehen Sie gleich nach der Werbung den zweiten Teil unseres Synchronisationsspiels. Außerdem wie immer unser grandioses Finale. Also bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Voll Witzig, das Comedy Quiz in Sat 1. Mit mir im Studio Tommy Bosch und Markus Maria Voll Witzig. Und Elmar Höri und Lehre Nonsche. Die mit 19
zu 5 Punkten. Hast du das gesehen? Was der Non-Chef macht, um Punkte zu kriegen, ist ja nicht unglaublich. Ja, ja. Ich mache eben alles, das macht eben... Dabei liegst du vorne, ihr liegt vorne mit 9 zu 5 Punkten. Und weiter geht's mit unserem Synchronisationsspiel. Elmar und Mirko werden nun zwei unsterblichen Schauspielern ihre Stimmen leihen. Marlene Dietrich und Charles Laughton in dem packenden Gerichtsthriller Zeugin der Anklage. Kann ich Laughton machen? Du kannst Laughton machen. Ich mache dir den Laughton. Das Thema lautet Fernsehunterhaltung. Laufen. Liebe Verschworenen, herzlich willkommen bei Vollwitzig. Mein Name ist Ingolf Lück und Sie haben 15 Sekunden Zeit. Aber Sie müssen mir noch eine Frage stellen. Irgendwann. Holla, die Fragen stelle ich hier. Ja, du Dumpfkäppchen, ja? Na gut, Hund, Katze, Maus, Zitrone, Vibrator. Vibrator? Es gibt Punktabzug. Ja, das ist ekelhaft. Habe ich jetzt gewonnen? Wo sind die Geschenke, Mann? Und muss ich auf die Torwand schießen? Setzen, lebenslänglich, 0 Punkte. Achso. Komm zu mir nach Hause mit deiner Scheiße. Das stimmt, meine Damen und Herren. Was Elmar Hörig sagte in meiner Rolle, das müssen wir natürlich auch wahr machen. Es gibt einen Punktabzug wegen Vibrator. Und jetzt sehe ich die Punkte, meine Damen und Herren. Aber es hat mir ohnehin die Vorderwerbung und die, die nicht zu spät eingeschaltet haben, die haben diesen wunderbaren Beitrag verpasst von Tommy und Markus. Das heißt, ich gebe für diese Runde euch 2 Punkte und euch 3 Punkte. Ja, danke. Ja. Meine Damen und Herren, das Publikum ist vollends verwirrt. Ich hoffe, Sie sind es nicht. Und deswegen haben wir einen fantastischen Endstand. Zweiter Sieger der heutigen Runde sind Tommy und Markus mit 6 Punkten. Publikum hier im Saal auf den Stühlen steht, denn Sie haben gewonnen. Mirko und Elmar mit 11 Punkten. Ich bedanke mich ganz herzlich für meinen Radio-Team. Schön, dass Sie da sind. Das war fantastisch. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Und denken Sie daran, die ganze Wahrheit erfahren Sie nur bei uns. Tschüss. Danke.